Leute, herzlich willkommen. Auf den Kanal Stunner Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde City Skylines, beziehungsweise ein neues Projekt, was ich heute mal anfange. Ihr seht schon, dass ich hier im Spiel bin. Wir lesen auch hier mal kurz, oder ich. Hallo, lassen wir uns damit beginnen, einige Straßen zu bauen und die benachbarten Gebiete aufzugrenzen. Gebäude spawnen in angegrenzten Gebieten und bei weiterem Wachstum ihrer Stadt werden sie neue städtische Dienstleistungen und Gebäude freischalten. Klicken Sie für Hilfe auf die Fragezeichen-Schaltfläche zu... Okay. So, ich glaube, der zeigt mir gleich an, was ich machen soll. Also ich weiß nicht, wo ich genau bin. Also hier gibt es eine Straße, die wahrscheinlich dazu führt, dass man hier irgendwie was bauen kann. Ich würde mal angenommen erstmal sagen, dass wir hier... bauen Sie eine Straße. Wählen Sie mit der Maus des Straßenwerkzeugs auf der Werkzeugliste. Wählen Sie als nächstes die Option zweispurige Straßen im Untermenü. Das hier sind ja zweispurige Straßen. Okay. So. Dann mache ich das hier auch einmal hin, dass wir hier zwei haben. Nach Auswahl eines Straßenbauwerks zeigte der kleine Kreis die Breite der dazu platzierten Straßen an. Erzeugt der Straßentyp Zonennetze, zeigt der größte Kreis um den kleinen die Breite des Netzes an, das durch die Straße erstellt wird. Bei Verbindung mit einer existierenden Straße können Sie den Winkel sehen, in dem beide Straßen verbunden sind. Achso, also wenn ich die jetzt nach da verbinde, praktisch, glaube ich. Okay, aber ich mache das hier weg. So. Ich würde sagen, ich mache hier schon Wohngebiete hin. Also ich habe mir natürlich schon ein paar Videos hier zu diesen ganzen Dinger hier angeguckt. Hier gibt es auch so kleine Punkte, wo man am besten immer die Straßen hinbauen sollte. So, und jetzt sollte ich das hier praktisch alles mit den... Oh. Genau, wählen Sie in der Werkzeugleiste das Gebietsabgrenzungswerkzeug aus und wählen Sie im Untermenü dünn besiedeltes Wohngebiet. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen nicht abgegrenzten Stück Land neben einer Straße. Platzieren Sie dann mit den primären Maustasten ein Wohngebiet. Ja, aber ich will hier kurz die Straße einmal richtig machen, weil die ist hier schief. Ich habe sie aus Versehen ein bisschen schief gebaut. So, jetzt ist sie gerade. Okay, jetzt muss ich hier drauf drücken und gering besiedeltes Gebäude. So, packe ich das hier mal überall hin. Weil hier sollen die halt alle wohnen. So. Und hier, ja komm. Ich glaube, ich muss das hier überall machen, kann das sein? Nee, kann nicht sein. Gewerbegebiet würde ich hier aber hinmachen. Geht aber gar nicht mehr. Okay. Jetzt müsste das eigentlich gebaut werden, wenn ich das hier mal beschleunige. Okay, passiert überhaupt nichts. Warum nicht? Gering besiedeltes Wohngebiet. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Oh, mach ich hier nochmal hin. So. Ah ja, jetzt wird's gebaut. Okay. Muss ich jetzt warten oder sehr hohe Nachfrage nach Wohngebieten? Okay, also so sieht man, ob es dann eine sehr hohe Nachfrage daran ist. Also es ist sehr große Nachfrage gerade. Okay. Okay, wenn ich jetzt hier auf Help drücke, Berater. Okay, Leute. Man muss das Spiel erstmal auch verstehen. Also, ich weiß jetzt nicht, was jetzt erstmal passiert. Ich denke mal, hier werden jetzt überall erstmal ganze Häuser entstehen, weil ich sehe hier auch noch gar keine Autos. Und hier kann man, glaube ich... Was kann man hier? Wirtschaft. Aha. Ah, okay, dann kann man hier die gesamten Einnahmen sehen. Und hier Ausgaben. Ich habe gerade 85.068 wegen den Straßen ausgegeben. 85 Euro. 85.000 wahrscheinlich. Okay. Also hier entstehen jetzt gerade die ersten Häuser. Eventuell ziehen da auch welche ein. Ich weiß nicht ganz genau, wann das Spiel jetzt irgendwas weiteres erklärt. Also ich habe jetzt hier praktisch nur Häuser gebaut. Denk mal gleich, wenn die Häuser hier fertig sind, die brauchen ja Wasser.
Und Wasser ist nur hier. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Okay, das sind aber ganz schön geile Häuser, ne? Boah, die sind, also die, muss man sagen, die sehen geil aus. Clarke Straße. Kann man echt die Namen auch beenden? Man kann die sogar beenden. Die Straßennamen beenden. Ändern! So, was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, soll ich jetzt schon das mit den Windmühlen machen für Strom? Also ich würde es dahin machen, wo tatsächlich das meiste ist. Also das meiste wird wahrscheinlich hier bei den Wasser sein. Das erste Kraftwerk der Stadt wurde aufgebaut. Ja, so soll es ja auch sein. Okay, ich würde jetzt mal aufhören zu bauen. So, die müssten jetzt gleich Strom haben, oder nicht? Also aktuell zeigt das an, dass das noch keinen Strom hat. Aha. Okay, Wasser. Ich kümmere mich jetzt erstmal um Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wasserpumpen, genau. Ja, muss ich ja eigentlich hier bauen. So. Hurra, der Bau der Wasserpumpenstation wurde abgeschlossen. Aber ich würde das dahin machen. Dann einmal hier verkaufen. Hier würde ich das dreckige Wasser hinpacken. Ja. Okay, so. Kann ich hier doch die Rohre kaufen. So. Da ist jetzt ein Punkt. Dann muss ich erstmal hier gucken. Ich würde das halt schon so machen, dass das auch einigermaßen passt. Also jetzt hier hin. Und hier hin dann. Kann ich das auch hier schon machen. Zack. 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 So, jetzt meckern die nämlich nur noch über Wasser. Das Wasser wird ja jetzt auch gerade irgendwie nicht gedingst, weil da kein Strom ist. Das heißt, das braucht Strom. Dementsprechend müsste sowas dahin, aber dadurch, dass es nicht funktioniert, backe ich hier einfach eine Windmühle hin. Jetzt zwar nur 7, aber leider braucht das Ding hier auch Strom. Ist das jetzt am Strom angeschlossen oder nicht? Das ist jetzt gerade die Frage. Sehen wir ja gleich. Wasserpumpenstation an, aus. Ne, diese müsste an sein. Keine Ahnung. Ah, okay. Also Wasser ist jetzt irgendwie weg. Keine Ahnung, warum das hier noch anzeigt, dass ich keinen Strom habe. Kann ich das nicht auch verschieben? Ah ja, kann ich. So, hier. Zack. Oh, sorry, jetzt ist das Rohr ja nicht mehr verbunden. Oh. Rohr, 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 Rohr. So. Hier und hier. So. Ah ja. Okay, perfekt. So, jetzt brauchen die alle Abwasser. Rohre. Abwasserrohr. So. Ein Abwasserrohr. Dadurch, dass das Wasser hier, also hier ja kommt, kommt hier das saubere Wasser hin. Und hier kommt das dreckige Wasser dann weiter. Das heißt, hier ist alles schön und da wird dann alles zugesifft. So. Das Problem ist, dass man das ja hier nicht durchbauen darf. Das heißt, ich muss erstmal gucken, dass ich jetzt irgendwie zu den Häusern komme, ohne wirklichen Zusammenstoß mit den anderen Häusern habe. So. Zack. Kann man das auch an den anderen Rohren anbringen? Ne, man kann es nur irgendwie verbinden. Keine Ahnung wie. Okay, also hier fließt jetzt auf jeden Fall das, wie man hier sehen kann. So, keine Ahnung, ob jetzt alles hier verbunden ist mit den Abwasserdings hier. Das sehen wir jetzt gleich, wenn das hier sich nach und nach verschwindet. Man sieht auch schon, Leute, ich habe auch aktuell eine Bevölkerung von 79 Leuten. Ich mache auch aktuell irgendwie plus 79. Keine Ahnung.
Man sieht auch, ich habe nur noch 2045, deswegen kann ich jetzt erstmal aktuell nichts machen, außer zu warten und ein Industriegebiet zu bauen. Genau. Was ich aber auf jeden Fall noch machen muss, ist diese Straße einmal verbinden. Weil die Leute sonst nicht nach links kommen. So. Perfekt. Könnte ich hier auch noch Häuser bauen, merke ich gerade. Oh, ich werde immer ärmer. Ich kann aktuell nichts machen, weil ich gar nichts verdiene. Könnte sein, dass ich einen Kredit brauche. Ich mache hier nochmal Häuser hin. So, das Industriegebiet soll nicht hier hin, sondern ich würde es einfach gegenüber bauen. Weil dadurch, dass hier schon Strom ist, ist es sehr hilfreich. Ich würde ich jetzt hier die Straße nicht unbedingt da bauen. Oh, was ist hier los? Warum hat da schon wieder keinen Strom? Kein Strom hat was. Warte, wie kann ich das nochmal hier bin? Ah, so. Verschieben. Hä? Was ich gerade nicht ganz so checke ist. Warum das gerade weg war. So, jetzt hat das wieder Strom. Okay. Also, ich weiß jetzt nicht, warum ich nichts verdiene. 1 zu 7, Gang. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich hier die Straße irgendwie gebaut kriege. Dann will ich nicht genügend Geld. Ja, perfekt. Ich kann auch gar nichts bauen. Läuft! Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sind aktuell noch im Plus. Aber wir machen hier gerade, wie man sehen kann, sehr stark Minus. Weswegen ich irgendwie gucken muss, dass ich hier in den Plus komme. Aber dazu muss ich erstmal hier gucken. Transportrouten, Radio, nein. Stadtinfobereiche, Wirtschaft, Infoansichten. Strom ist auch gerade aktuell gut. Wasser ebenfalls. Feuersicherheit ja null, weil ich keine Feuerwehr habe. Ja, und auch nicht. Ja, ja, okay. Also Strom und Wasser ist aktuell gut. Abwassererklärung, Wasserverbrauch, Abwasserproduktion. Aber im Prinzip aktuell läuft alles gut, außer es geht. Vergrößern Sie zum Freischalten weitere Dienstleistungen Ihrer Bevölkerung, um Meilensteine zu erreichen. Rufen Sie das Meilensteinmenü auf, um herauszufinden, was man eingeschaltet werden kann. Ja, ich muss erstmal gucken, dass ich hier irgendwie Geld einkriege, weil ich absolut nichts habe. Nee, Spiel fortsetzen. Ist hier irgendwelche Tasten, also Tab, passiert nichts. Ja gut, dann bin ich jetzt halt arm, ne? Plus 32 allgemeine Zufriedenheit. Große, hohe Nachfrage an Gewerbegebieten. Ja, die wollen ja auch arbeiten. Das Ding ist, ich muss irgendwas verkaufen. Perfekt, das hat mir gar nichts gebracht. Okay, Leute, ich muss mal kurz gucken, wie man jetzt hier irgendwie Geld beantragen kann. Okay, Leute, ich habe jetzt mal ein bisschen geforscht. Man soll erstmal so ein bisschen gucken, dass man hier die Industrie baut. Das Problem ist, dadurch, dass ich halt kein Geld habe, weiß ich jetzt nicht, ob hier irgendwas gebaut werden kann. So, ich hoffe mal schon, weil ich unbedingt hier, weil hier sieht man hohe Nachfrage nach Industrie. Und ja, das ist nicht so nice. Und deswegen muss ich hier erstmal kurz gucken. So, gesehen davon mache ich hier auch ein bisschen Gewerbegebiet hin. Ich bin jetzt im 1000 Euro, minus 1000 Euro Bereich. Also man sieht auch, ich mache hier gar kein Geld mehr. Ich weiß auch nicht, was man hier drücken soll. Weil alles, was ich drücke, passiert nichts, außer dass hier FF Menü rausmacht. Hier kann man irgendwie was sehen. Ah, aber jetzt wird's gebaut. Okay, das ist nice. Es werden jetzt die ganzen Gewerbegebiete hier, ganze Industrie hier gebaut. Das ist gut, weil wenn Leute dort arbeiten, verdienen die wieder Geld. Okay, die Nachfrage ist jetzt auch gesunken. So, ich mache jetzt nämlich nur noch 700
88 minus 83 jetzt nur noch. Okay, es reduziert sich jetzt schon mal. Das ist auf jeden Fall nice. So, also ich habe jetzt hier sehr viel Industrie erstmal gebaut. Ich werde natürlich die Industrie hier überall wegmachen. Das heißt, es kommt bald, wenn ich dann jetzt mal hier nicht mehr im Minus bin, auf jeden Fall weiter nach hier hinten, dass das Ganze nicht so laut ist, weil die Leute hier, die wohnen aktuell komplett neben der Industrie. Und das ist ein bisschen nicht so geil. Aber es ist geil, weil ich jetzt gerade schon nicht mehr sehr viel Minus war. Okay, Leute, ich würde sagen, das war aber auch erstmal das Video für heute. Falls ihr gerne mehr von diesem Spiel sehen wollt, lasst es mich gerne wissen mit einem Like. Ein Kommentar würde mich auch freuen. Und ja, vielen Dank für euren Support. Wie gesagt, schaut gerne mal vorbei. Oder schreibt mir auch Tipps und Tricks in die Kommentare. Wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mal mir ein bisschen Tipps und Tricks schickt. Ja, habt einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.